Grüß Gott, liebe Reisefreunde. Mitte September waren wir am Starnberger See auf dem Campingplatz beim Fischer. Wir waren dort mit meinem Sohn und dem Enkel verabredet. Eigentlich ist dort immer wunderschön, weil der Campingplatz hat einen eigenen Badestrand. Aber während unseres Aufenthaltes hat es fürchterlich geregnet und es war nicht so erfreulich. Trotzdem haben wir uns natürlich sehr gefreut, die beiden zu sehen. Um euch zu zeigen, wie schön dieser Platz und die Umgebung ist, zeigen wir euch jetzt noch einige Bilder aus sonnigen Zeiten. Wir haben 2022 schon mal einen ausführlichen Film über diesen Campingplatz gemacht. Deswegen sparen wir uns diese Details heute. Der absolute Clou an diesem Campingplatz ist dieser schöne Privatstrand am Starnberger See. Also wer wassersportaffin ist, ist dort genau richtig. Es gibt alles Mögliche, was mit Wasser zu tun hat. Außer große Wellen reiten. Das geht hier leider nicht. Ansonsten eine wunderschöne Gegend. Der Campingplatz liegt auch sehr günstig auf der anderen Seite zwischen Seeshaupt und Bernried. Ist das Buchheim-Museum. Wer sich dafür interessiert, in Penzberg ist ein Bergbaumuseum, wenn man kleine Kinder hat. Und wenn ihr mit dem Wohnwagen und dem Pkw da seid, in 30 Minuten seid ihr in Bad Tölz, in Kochel, am Walchensee oder in Garmisch-Partenkirchen. Die Lage ist optimal. Also eine Reise an den Starnberger See, speziell hier zum Campingplatz, lohnt sich auf alle Fälle. Besonders romantisch wird es abends beim Sonnenuntergang. Dann ist immer der halbe Campingplatz am See, weil das ist wirklich sehr schön. Das müsste man sich anschauen. Man kann hier natürlich fantastisch Radfahren. Einmal um den ganzen See sind ungefähr 50 Kilometer. Teilstücke machen es natürlich auch. Und am See gibt es ganz viele wunderschöne Biergärten und Restaurants. Da lohnt sich auch ein Besuch. Wie gesagt, wir lieben diesen Campingplatz und wir kommen immer wieder hierhin, weil es uns so gut gefällt. Und hier sind am See auch noch andere schöne Restaurants. Ein Besuch am Starnberger See und beim Campingplatz Fischer lohnt sich auf alle Fälle. Und ein bisschen Glück mit dem Wetter gehört natürlich dazu. Fürs Reisejahr 25 wünschen wir euch alles Gute, bleibt alle gesund und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Alles Liebe, sagen Gudrun und Rainer. Tschüss!